Ciao ragazzi, Giovanni hier, ich hoffe euch geht's gut. Heute gibt's wieder eine ganz, ganz spannende Folge von Backstage Brunch. Alexander Knappe treffen sich und Vincent Groß. Und die beiden sind nicht nur sehr, sehr gute und talentierte Musiker, nein, sie haben noch mehr gemeinsam, denn beide sind ja auch noch sehr gute Sportler. Vincent Groß, Taekwondo, war sogar Schweizer Meister, ja, und Alexander Knappe, Fußballprofi. Nicht schlecht, er hat sogar einen Titel gesungen, eine Hymne für seinen Heimatverein Energie Cottbus. Also, die werden sich so viel zu erzählen haben. Ich bin jetzt ruhig und die beiden legen los. Viel Spaß. Du kommst ja aus Basel? Genau, genau, ja. Verstehst du Schweizerisch? Also, wenn ich jetzt mit dir so rede, ich war mal tatsächlich mit einem Schweizer Künstler, hatte ich mal meinen allerersten Musik-Act. War damals aus heutiger Sicht peinlich, aber damals war es richtig, da war ich 19. Aha. Und insofern war ich damals sehr, sehr oft auch in der Schweiz. Aha. Und was heißt damals? Wann war das plus minus? Da war ich noch richtig jung. Das war, ich bin 36, also 17 Jahre ist das her. 17, wie alt bist du? 25. Okay, ja, das ist schon auf jeden Fall ein Stückchen her. Und da bin ich dann relativ viel gependelt, auch in die Schweiz. Mhm. Und habe echt eine gute Zeit gehabt. Und cool. Hab damals auch eine Frau kennengelernt in der Schweiz. Ah, alright, okay. Ja, absolut. Nur ihr beiden, ja, ich will euch gar nicht unterbrechen, sondern hab hier was für euch. Vincent, schau doch gerne mal rein. Ist alles selbsterklärend und okay. Ja, viel Spaß damit und noch viel Spaß Vielen beim Dank. Brunch. Ja, danke gut. dir. Vielen Dank. Ciao. Danke dir. Mach's gut. Ja, dann gucken wir doch mal rein. Dann bin ich mal gespannt. Also, was ist die Überraschung? Boots da! Nicht nur ihr sollt euch gegenseitig kennenlernen, auch Giovanni möchte mehr über euch erfahren. Drückt abwechselnd den Buzzer, der vor euch liegt, um seine Fragen zu hören. Danach habt ihr 5 Sekunden Zeit, um eure Antworten zu geben. Okay. Vincent beginnt. Okay, das heißt, dann drücke ich jetzt gleich mal darauf und wahrscheinlich erscheint dann Giovanni auf mystische Weise auf diesem Bildschirm, schätze ich mal. Und dann mal gucken, was er wissen will. 5 Sekunden Zeit, okay. Ah ja. Das ist wirklich eine harte Frage. Nehmen wir mal an, du würdest festgenommen werden. Was würden deine Freunde dir glauben, wofür das geschehen ist? 5 Sekunden, wofür ich... festgenommen. Krass. Wofür ich festgenommen worden wäre. Was? Oi, das ist eine sehr schwierige... Die würden mir, glaube ich, ziemlich viel geben. Nein. Ja, du bist ja Kampfsportler. Ja. Körperverletzung nie. Vielleicht hast du das dann vermöbelt, irgendwie so, in einem Fight und dann sowas vielleicht. Boah, das ist echt schwierig. Krasse Frage auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Jetzt musst du liefern. Jetzt muss ich liefern. Ja, für was würden Sie glauben, wenn du festgenommen wärst? Ja, ins Schwimmbad eingebrochen oder so, wird man da verhaftet? Nachts das haben wir auch schon gemacht. Wir wurden einfach, uns nachts haben sie einfach nicht erwischt. Der Bekannten ins Freibad. Na, ich bin so einer, ich fühle mich einfach immer ich könnte keine Straftaten begehen irgendwie, weil ich würde mich zu schlecht fühlen. Ich bin genau das Gegenteil. Ich habe immer. Wann wurdest du mal festgenommen? Tatsächlich. Du wurdest festgenommen mal? Ja. Erfahren wir ja alles. Krass, ja. Und zwar habe ich mal, ich habe ein eigenes Orchester. Ja. Und habe das erste Mal mit dem Orchester ein großes Konzert gespielt im Staatstheater Cottbus. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal, das ist schon oft in meinem Leben passiert, eine Strafe nicht gezahlt. Und dann wird ja so, 20 Euro werden dann irgendwann mal 200. Und irgendwann steht natürlich die Polizei vor der Tür. Mhm. Und wir spielen dieses Konzert, mein allererstes Konzert mit dem Orchester. Die Hütte ist voll, alle sind nervös. Und dann kommt der Manager kurz vor der Show, kurz bevor der Vorhang fällt, Alex, die Polizei steht vor und es gibt einen Haftbefehl. Boah, shit. So, fuck, worum geht's? 200 Euro. Sind wir direkt vorne zum Merch, wir hatten schon ein bisschen was verkauft, haben die Merchkasse geplündert raus und dann habe ich mich freigekauft. Also das war kurz vor. Ach, aber eine lustige Anekdote und zeigt so ein bisschen so meine Art zu leben. Und jetzt rück ich mal auf. Hoffentlich kommt hier eine ordentliche Frage. Also auf die Frage hätte ich auch keine Antwort gehabt tatsächlich, so richtig so. Welche Superkräfte hättest du gerne? Das ist eine geile Frage. Hätte ich gerne gehabt. Okay, was? Da sitze ich irgendwann mal abends und denke mir so, okay, welche Kraft hätte man jetzt gerne? Ja. Ich glaube, unsichtbar sein können. Also unsichtbar, so auf Klick. Ja. Kannst du eigentlich alles machen, du kannst in eine Bank irgendwie, aber manchmal so die Gedanken lesen des Gegenübers. Ja. Auch. Noch eine, hä? Perfekt. Mal gucken. Wann hast du deinen größten Adrenalinkick erlebt? Wow. Oh ja. Wann habe ich meinen größten Adrenalinkick erlebt? Ich kann es mir vorstellen.
Sag mal, du bist ja, du bist ja Kampfsportler? Ja. Und du hast auch Wettkämpfe? Richtig. Also tatsächlich ist bei mir so, bei solchen Geschichten so, Wettkampfgeschichten, Fußball, ja. Also ich war ja auch Profifußballer, da habe ich Vorspielen oder Beispiel, ich hatte mal einen ganz entscheidenden Elfmeter, den ich machen musste. Und da ist so bei mir das Level am höchsten. Und ich glaube, wenn du so Wettkampf, wenn du einen Wettkampf hast, so Ausscheidungswettkampf, Finale, hattest du sowas schon mal? Ich habe drei Sachen, die ich dir jetzt erzähle. Das erste natürlich ein riesen Adrenalinkick. Ich habe auch hier... Den schwarzen, hast du den schwarzen? Der zweite. Zwei schwarze Gürtel habe ich. Ach krass. Das ist natürlich auch ein Moment, erinnere ich mich noch gut, Finale der Schweizer Meisterschaft 2014. Boah, ich hatte eine richtig, was für einen Kämpfer als Gegner. Und da kurz vor dem Kampf, du hast noch nie gegen ihn gekämpft, du weißt nicht, wie der ist, wie, was seine Strategie ist. Da ist das Adrenalin sehr hoch gewesen. Und dann hast du gewonnen? Ja. Und dann kriegt man so einen zweiten? Oder? Nee, dann kriegt man den Schweizer Meisterpokal. Den Gurt hatte ich einfach an, also Kategorie Schwarzgurt. So, Adrenalinkick und so, was ich noch sagen wollte. Das erste, der größte Auftritt, den ich jemals hatte. Glaub mir, ich bin gestorben, ich bin verreckt. Das war Silvester 2019 auf 20, also Silvester 20 ZDF-Sendung am Brandenburger Tor. Ja, okay. Kiwi moderiert, weißt du, und ich dachte mir so, 2020, Mensch, das wird mein Jahr. Ich darf ja den ersten Song, Servus, Grüezi und Hallo, vor 500.000 Leuten am Brandenburger Tor performen, 2 Millionen im Fernsehen. Boah, da war ich so nervös. Da wackelt das Herz auf jeden Fall, ja. Das war wirklich krass. So, das ist eine sehr gute Überleitung. Jetzt, jetzt bin ich dran. Mal gucken. Aber auch eine coole Frage eigentlich. Wonach hast du zuletzt im Internet gesucht? Vielleicht so, ab mal Handy raus. So, jetzt. Ich weiß nicht. Musst du entscheiden. Kann ich, weiß. Kannst du dein Handy mal kurz rausholen? Nee, das willst du nicht. Die ganzen Chats. Ich hab eine Reise gebucht und hab mein letzter Google-Eintrag war Reiseversicherung. Wohin geht's? Nach Sansibar. Oh, geil. Ja. Ey, weißt du, was lustig ist? Ich habe erfahren... Ich bin gerade sehr eifersüchtig. Ich würde auch gerne nach Sansibar. Das kann ich verstehen. In Sansibar, weißt du, wer in Sansibar geboren ist? Freddie Mercury. Ach was. Da bin ich aus einem Wolken gefallen. Ja, krass. Ja, ich glaube, wir sind mit Giovannis Fragen durch. Aber ich sehe, du hast einen Fußball mitgebracht. Ja, sehr gut überleitet. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen erkundigt über dich. Du warst ja auch im Leistungssport unterwegs, wie ich Taekwondo gemacht habe. Hertha BSC, erzähl mal. Ja, Hertha BSC ganz spät. Ich war zuerst Leichtathlet. Ja, und, das wollte ich auch immer machen. War Sperrwerfer. Ja. Also ich habe einen sehr, sehr schnellen Wurfarm mit 13 gehabt, aber dann war relativ schnell klar, dass ich zu klein bin. Und dann habe ich bei Energie Cottbus in meinem Heimatverein, dann habe ich da mittrainiert. Das waren noch die guten Zeiten, wo sie in der ersten Liga gespielt haben. Und dann bei einem Scouting-Spiel hat dann ein Scout von Hertha BSC mich entdeckt. Und dann bin ich aus meiner Heimat in die große Stadt Berlin mit 14. Und es war. Alleine? Später sind meine Eltern nachgekommen. Ich war schon in. Olive? Nee, danke dir. In meiner Heimat war ich dann schon im Internat. Und dann in Berlin bin ich auf die Sportschule. Und es war tatsächlich eine geile Zeit, ne? Wenn du dann so. Der Goldene Westen, erstmal so, musst ja in Cottbus. Und dann bist du so in Berlin. Und dann habe ich alle Jugendmannschaften durchlaufen und habe dann mit 18 auch einen Profivertrag unterschrieben. Mhm. Und ein halbes Jahr nach der Unterschrift habe ich mir dann das Kreuzband im linken Knie gerissen. Jetzt ja aktuell leider das rechte. Mhm. Und dann war das so der erste harte Cut in meiner Biografie. Aber habe dann auch gelernt, das wirst du sicherlich auch kennen, wo eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Und absolut, das war dann bei mir die Musik. Wie ist es bei dir? Also wie schreibst du zum Beispiel Songs? Wie man es kennt, klassisch? Ganz simpel. Ich habe meine Gitarre hier. Ich hole meine Gitarre. Oh, sehr gut. Dann hole ich mir mal ein Croissant. Das ist sehr gut. Kreuz mal hier mal. Sehr, sehr gut. Hier gibt es nämlich einen sehr, sehr guten Aufstrich und den werde ich auf jeden Fall mal nutzen. Und du spielst mir jetzt ein Liedchen. Welches Song? Ja, nee, also wenn ich irgendwie selber Songs schreibe oder so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Die erste Frage ist immer den Leuten ja immer, was ist zuerst da? Erst Musik oder erst Text? Ja, bei mir ist das entweder so, mal kommt so, mal bei so. Bei mir immer Text. Wirklich? Also, ja, immer. Also anders geht's gar nicht. Ja. Über uns die Sonne. Okay. Über uns die Sonne. Unter uns der Mond. Guten Appetit. Ja. Wir surfen durch die Galaxie. Mal gucken, wer da wohnt. Und dann wird das so weitergehen. Ja, aber okay. Ja, du machst schon richtig. Wenn ich live bei einem Konzert bin, mache ich wirklich immer eine Choreografie.
Bei dem Song? Ja. Also quasi unter uns? Ja, weißt du, kannst mal, wenn ich singe, über uns die Sonne, gehen die Hände hoch, kannst du mal machen. Über uns die Sonne, genau. Unter uns? Unter uns, unter uns der Mond. Genau, dann gehen die Hände runter. Wir surfen durch die Galaxie. Okay, krass. Genau. Liebe Macarena. Mal gucken, wer da wohnt. Mal gucken. Achso. Ja, fast. über uns die Sonne. Stark. Geil. Mega. Ja. Eine Frage hatte ich noch. Ja. Der Gürtel. Der Gürtel. Ich glaube, wie macht man den rum? Also wie macht man den richtig rum? Also macht man diesen Knoten? Macht man ja, den? Hat man. Da gibt es eine ganz spezielle Art. Also das ist jetzt mein erster schwarzer Gurt, den ich bekommen habe. Normalerweise habe ich noch einen weißen Dobok an, also einfach ein weißer Anzug, in dem kämpft man dann. Einen schwarzen Anzug hat man dann nicht an, ne, wenn man einen schwarzen Gürtel hat. Einen schwarzen Anzug? Genau. Nee, nur der Kragen ist schwarz. Ah, okay. So, sonst ist weiß. Ich kann dir das mal zeigen. Normalerweise habe ich halt eben den Anzug. Jetzt sieht es dann halt nicht ganz so cool aus. Den machst du so rum. Mhm. Doppelbündig dann? Doppelbündig. Wenn man das Mikrofon jetzt... Das lernt man wahrscheinlich dann beim weißen Gürtel, ne, wenn man den das hat. Das lernt man. Genau, das müssen die Kinder, die Weißgürtel, müssen das auch wirklich alle selber lernen. Das ist in der Gelb, in der Gelb ist die erste, ne? Die erste Farbe? Weiß, Grundschule, zweimal Gelb, viermal Blau, zweimal Rot. Ach, und Schwarz geht es bis zum 10. Krass. Also die ganz großen Master so. Und dann hast du das so. Oha, hier kommt was angerollt. Völlig überraschend kommt was angerollt. Eine nächste Fragerunde. Warte mal. Kannst du Skateboard fahren? Nein, auf gar keinen Fall. Nee? Nein. Mal gucken, was habt ihr da für eins? Sag mir nicht, dass du das kannst. Nicht verletzen. Also bei meinem letzten Trip habe ich mir den Arm gebrochen. Ja, ja. Na, warte mal. Achtung. Ich glaube, einen Olli kriege ich noch hin. Ja, ein Olli ist, wenn es sich dreht, ne? Jawohl. Das ist ein Kickflip. Warte. Und? Oh, scheiße. Ich glaube, das Brett ist zu leicht eingestellt, glaube ich, ne? Ja, ist relativ weich. So, soll ich mal einfach mal aufmachen? Ja. Und mal vorlesen, was hier so passiert. Gerne. Ach so, das ist, glaube ich, jetzt Fans. Fanfragen. Haben uns gefragt. Ja. Und das machen wir jetzt. Ich habe tatsächlich auch den richtigen Umschlag aufgemacht. Oh, sehr gut. Wollen wir direkt so anschließend anfangen? Ja, machen wir. So, jetzt haben wir hier Fragen und ich lese mal kurz die Spielregeln vor. Jo. Wally die Frag. Schweizerisch? Bitte wer? Wally die Frag. Als Fan kann man nie genug über sein Idol erfahren. Auch eure Fans haben noch offene Fragen. Einige davon befinden sich in den Umschlägen, ja, vor euch. Tragt euch die Fragen gegenseitig vor und beantwortet sie. Ey, dann lass uns doch mal Folgendes machen. Mhm. Ich lese dir, du liest quasi die Fragen vor von dir selber, also von meinen Fragen. Mhm. Also du liest quasi die hier, das sind Fragen, die ich dir gestellt hätte. Ja. Und du liest sie vor und ich versuche sie so zu beantworten, wie ich glaube, wie du sie antworten würdest. Okay, fair. Dann fange ich aber an, okay? Fang du mal an. Also das sind jetzt knappe Fragen, die du hättest... Die ich für dich hätte beantworten, okay. Oder ich versuch's mal. Okay. Ja? Das ist auf jeden Fall lustig. Wer ist dein fußballerisches Vorbild? Ja, okay. Ey, du wirst doch wohl einen Star von Energie Cottbus kennen. Kennst du nicht, ne? Ja, doch, natürlich. Alter, siehst du das da hinten? Hey Siri, Mannschaftsaufstellung Energie Cottbus. Nee, aber... Aber ja. Na gut, das ist eine schwierige Frage. Okay. Im Fußball... Hast du irgendeiner... Also du bist sicher nicht Ronaldo. Sicher nicht Ronaldo. Nee, eher Messi. Ich bin 85 Jahre, als ich aufgewachsen bin. Aha. Tatsächlich ist es so, ich habe ja auch die Hymne für meinen Club geschrieben. Mhm. Und es gibt eine, den werden hier alle nicht kennen, Detlef Irgang, richtiger. Ja. Und der hat Energie, glaube ich, von der dritten Liga in die zweite, von der zweiten in die erste. Hochgebracht. Und das war damals so mein Held. Also schön. Das, ja. Sehr gut. Jetzt habe ich hier mal einen. Okay. Also, Frage: Was berührt mich am meisten, wenn es um deine Fans geht? Also, okay. Ist natürlich eine einfache Frage, weil wir natürlich beide Musiker sind, insofern wissen wir was. Genau. Ja. Ich glaube, dass dich berührt, das ist bei mir zumindest immer so, du schreibst einen Song, dann ist er draußen, dann gehört er dir nicht mehr, sondern gehört den Menschen da draußen. Und dann kriegt man ja so über Post, Instagram, Facebook so mit, was Leute mit diesen Songs verbinden. Und da ist man oftmals echt überrascht im Positiven, wie schön das ist, wenn Songs einem was bedeuten. Also bei mir ist das zumindest so. Ja. Und ich glaube, das ist bei dir auch so. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, wenn live ein Song funktioniert, Leute die Songs mitsingen,
Ich habe vielleicht auch was für dich. Ich habe eine kleine Radiosendung. Da müsstest du aber auch vorbeikommen. Ich habe eine kleine Radiosendung. Da komme ich auf jeden Fall vorbei. Sehr gut. Ja? Radio zum Beispiel, das liebe ich ja noch, dieses Medium, dass man. Du hast eine eigene Radiosendung. Eine kleine Radiosendung mit einer Pop-Sendung. Ja, wo? Auf welchem? Berlin-Brandenburg, ein regionaler Sender, aber ein relativ wichtiger Sender vor Ort. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil man sich nämlich im Radio auch mal zurücknehmen muss, als Hörer zumindest. Mhm. Und das habe ich geliebt und deswegen finde ich das mit dem Radio sogar einen Tick spannender, als dann so eine klassische TV-Sendung zu moderieren, weil es nur auf einem Sinnesorgan, sage ich mal, nur hören fokussiert. Und ich finde, in einer Welt, wo wir leben, wo man immer so viel vollgeballert wird mit so vielen, finde ich Radio tatsächlich sogar noch ein bisschen spannender. Radio ist cool, sehr cool. Darf ich da mal vorbeikommen oder nehmt ihr keine Schlagerfuzzis? Warst du doch nicht in meiner Sendung? Nein, wieso noch nicht? Ich nehme gern meine Gitarre mit und komm vorbei. Ich mein's ernst. Ja, dann herzlich willkommen in der knappen Stunde. Die knappe Stunde, geil, okay, sehr gut. Nice, cool, komme ich wirklich gern vorbei mal. Ja. Jetzt spielst du ja richtig gut Gitarre. Ich habe ja gesagt, ich kann das nicht so gut. Machst du auch Straßenmusik? Hast du schon mal so gemacht und so? Ganz selten. Nee, also nie wirklich. Ich glaube, ein einziges Mal an Weihnachten mit meinen Geschwistern. Aber das ist was anderes. Da wird in der Schweiz aber voll sein, das Ding da unten, denke ich, der Hut. Nee, die sind geizig. Ja, noch schlimmer. Nein, Spaß beiseite. Ich habe gelesen, du hast auch mal so eine, oder du machst manchmal Straßenmusik für einen bestimmten Zweck. Ich ziehe einmal mehr durch meine Heimatstadt und durch Hamburg. Ja. Mit einem Gitarristen dann halt, mit meinem Gitarristen, meinem Kumpel. Und dann sammeln wir, die Aktion heißt, ich ziehe meinen Hut. Cool. Nehme meinen Hut hin, dann spielen wir durch Hamburg und dann am Ende des Tages übergeben wir das Geld dann an eine Kinderkrebsstation im Modica in Hamburg oder meiner Heimatstadt an die Tafel. Sehr cool. Genau, das mache ich jetzt schon relativ lange. Machst du ja, glaube ich, auch. Das habe ich auch gelesen, dass du das machst. Und finde tatsächlich, dass das, man denkt ja immer, dass das alle Mucker machen, alle Musiker. Mhm. Und so viele machen es gar nicht. Mhm. Und finde aber, dass das schon so eine Pflicht ist für Musiker und Influencer. Absolut. Das sind wir ja irgendwie auch, die Reichweite so zu nutzen. Was machst du da? Was ist so deine Idee, wenn du das machst? Ich bin Botschafter beim Bundesverband Kinderhospiz. Mhm. Und das kam eigentlich über einen Auftritt, den ich dort mal hatte, zustande. Das war so ein tolles Team und jetzt bin ich schon seit über 5 Jahren eigentlich mit dabei und vertrete da das Ganze und habe auch immer wieder meine Auftritte und wir machen Versteigerungen, alles Mögliche. Und der Erlös geht dann an Familien halt mit Kindern, die eine sehr lebenseinschränkende Krankheit haben. Also das ist so schon, das tut mir manchmal wirklich beim Auftreten einerseits so gut zu sehen, wie sie sich freuen, dann die Kiddies in der ersten Reihe, wie sie Spaß haben, wie sie mitmachen, wie sie am Lachen sind und dann trotzdem denke ich mir so, ja, jetzt ist dann der Auftritt vorbei, ich gehe nach Hause, gehe weiter und ich weiß, dass die jetzt irgendwie zurück ins Spital gehen oder einfach ganz andere Sorgen und Ängste haben müssen als ich. Da werden eigene Probleme dann relativ klein. Was mir da hängen geblieben ist, aus Hospizen auch, dass meistens die Kiddies sehr, sehr positiv und sehr viel lachen und eigentlich eher die Eltern dann in den Räumen sehr, sehr emotional sind, weil Kinder wissen ja noch gar nicht, was im Leben so geht. Ja. Und Kinder gehen viel spielerischer dann und freuen sich dann, dass der Lieblingskünstler dann da ist und dann Mucke macht. Und ich glaube, Eltern sind eher so die dann emotional werden, weil Eltern wissen, dass es zumindest bei der Hospiz-Charity dann auch, da geht es ja irgendwann zu Ende. So, leider. Ja, dies ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage, als jedes andere Kind hat, wenn man weiß, dass man maximal, ich sag mal jetzt 25 oder so werden kann. Ich bin 25, weißt du? Und ich hatte auch wirklich einer meiner schönsten Momente in meiner ganzen Karriere. Das war nicht irgendwie ein großer Auftritt, sondern das war am Sommer-Open-Air zugunsten des Kinderhospizes in Groß-Gerau. Und dort war eine renommierte deutsche Sängerin für ein Meet and Greet gebucht. Mhm. Allerdings weiß der Kuckuck was, war die gerade auch am Pizza essen oder so. Und dann waren die wirklich, also 2 Stunden haben die Kiddies in der Halle gewartet, obwohl das hätte sein sollen. Und dann habe ich auch gedacht, das kann es doch nicht sein, kannst du doch nicht. Weißt du, die sitzen alle im Rollstuhl. Habe ich meine Gitarre genommen und habe mich dann im Schneidersitz zu denen gesessen und habe dann einfach nur gespielt, einfach für sie und dann spontan aus dem Stegreif. Der Held des Tages. Und das war geil. So schön, weil der eine, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, der ist dann mit seinem Rollstuhl ist in die Ecke gefahren, hat so irgendwie so einen Paketkarton genommen und dann hat er mitgetrommelt. Mega. Im Takt. Und der war echt gut. Also das war wirklich so, da sind mir die Tränen gekommen. Das war so schön, das werde ich nie wieder vergessen. Mhm.
Wir können ja mal was zusammen machen. Wenn du mal in der Nähe bist, in meiner Heimat, dann. Ja, voll. Du warst ja auch schon in meiner Stadt. Die schwersten. Oh Gott. Da kommt. Wir werden geangelt. Wahnsinn, ey. Das ist noch mehr Überraschung. Unglaublich. Ja. So, also, ja. Wir sollen uns pantomimisch gegenseitig Songs vor Pantomim. Vor Pantomim. Willst du anfangen? Jenseits von Reden heißt das Format. Ja. Und der erste Song, den ich dir jetzt, oh Gott, vormachen muss. Stehen wir dabei auf? Darf man sagen, das ist, ob Deutsch oder Englisch? Der Song. Jubeln! Ja, jubeln ist schon mal. Ja, okay. Und dann. Runde jubeln. Applaus, Applaus. Das ist ein Song von einem großen Künstler, ne? Applaus, Applaus. Was hat er immer für eine Pose gemacht? Ist das. Boah. Ja, also ich bebildere quasi, was der Song. Hurra! Ich habe den Award gewonnen. Konfetti. Den Award, der vorhin da war? Dein Award, den Platz 1. Servus, Grüezi und Hallo oder sowas? Also, keine Ahnung. Und dann läuft dieser Song meistens dann, wenn alle auf die Bühne kommen. Die rote Sonne von Barbados. Nee. Genau. Okay, das ist. Aber ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht reden. Da kannst du ja zeigen. Spielen. Vorstellungskraft. Wir sind kreative Künstler. Ich kann das nicht. Komm, tanzen, hast du gesagt, kannst du so gut. Ja? We are the champions! Ja! Yeah! Sehr geil! Ich bin der schlechteste Pantomimmacher der ganzen Erde. Alright. Oh, zum Glück habe ich das geschafft. Also ich habe. Darf man was aufmachen? Ich habe ihr ein Herz. Ja. Okay, lass mich ganz kurz überlegen, welcher Song das ist. Herz mit der Post. Ja, Mann. Geil. Ich schick mir mein Herz mit der Post. Wie mache ich das am besten? Okay. Hast du etwa Rückenwind? Sehr geil. Okay, guck mal, habe ich aber gut gemacht, oder? Muss man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ja, geil, wirklich. Hat mich sehr gefreut, dich mal so kennenzulernen. Muss ich sagen. Man weiß es ja auch immer nicht, ne? Weiß ja nie. Ich meine, wir haben uns beide jetzt noch nie kennengelernt oder noch nie gesehen. Aber ist wirklich sehr spannend. Das macht ja das Format ja auch aus, dass man, dass da so vielleicht Charaktere aufeinandertreffen. Ich bin sogar ein Tick älter dazu, ist ja auch manchmal so das Altersding, aber es passt. Und eins verspreche ich komme mal in die Schweiz rum. Ja, gibst Bescheid. Gehe aber auch nicht, bevor ich keinen schwarzen Gürtel habe. Da kannst du 8 Jahre lang trainieren, das ist gut. Machst du? Und du kommst in meine Heimat, ins Stadion, gehen wir mal zum Fußball gucken. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, ganz spontan. Können wir so einen Abschiedssong machen? Machen wir den ersten Akkord? Wie wär, sowas mit Tschüss oder Ciao. Ciao. Ja, so. Das ist ein Song von mir vielleicht. Ja? Und ich sag Ciao. Hey. Und ich sag Ciao. Alles Leben, das wir können. Denn ab jetzt wird alles anders. Es ist nichts mehr, wie es war. Und ich sag Ciao. Sehr geil.